die Dinge zu analysieren und das ist auch gut so. Ja. Aber dennoch ist es weiterhin ja hochbrisant, was da unten so passiert. Und vielleicht noch eine abschließende Frage jetzt zur Ukraine, was ich eben beobachtet habe. Es hieß jetzt immer lange Zeit, die Ukraine muss gewinnen. Und jetzt ist es das neue Framing, Russland darf nicht gewinnen. Das gehört wahrscheinlich einfach nur zu diesem Framing mit dazu, oder? Da muss also man im Krieg gibt es eh keine Gewinner. Also ja, wer hat denn gewonnen, wenn die einen haben ihre Toten begraben, die anderen haben ihre Toten begraben, die Leute haben kein Bein mehr, sind traumatisiert. Also auch diese ganze Idee von Gewinnen, ja, die muss man ja auch nach. Ja, die Bevölkerung, die gewinnt natürlich nicht, aber geostrategisch gewinnt dann zumindest die Elite des Landes, dass seine Position verbessern konnte. Denken. Also im Fußball bin ich völlig einverstanden, kann man von einem Gewinner sprechen. Eben wenn ein Fußballteam 3 Tore macht und das andere macht 1 Tor, dann ist das ein Sieg. Das stimmt. Aber in einem Krieg verlieren immer sozusagen beide Gruppen, weil sie verlieren sehr viele Menschen. Wie gesagt, dieses vom Gewinnen, das ist sehr zynisch, wenn man von einem Krieg redet, wo sehr viele 100.000 Menschen sterben. Und wie gesagt, die Bevölkerung, die gewinnt nicht. Das ist immer nur eine kleine Elite. Aber hier geht es halt um Macht. Und das Land, was seine Macht steigern konnte, da gewinnt halt die entsprechende Elite. Ihr fragt gerade einer im Chat, wieso die Amerikaner, die hatten keine Kolonien. Das ist erstens falsch. Die Amerikaner hatten auch Kolonien. Also jetzt nach dem Ersten Weltkrieg haben sie sich keine neuen Kolonien einverleibt, aber die hatten auch welche. Denk an die Philippinen, denk an Kuba, also die Amerikaner, die haben sich nach dem amerikanisch-spanischen Krieg um das Jahr 1900 einige Kolonien einverleibt. Also stimmt erstmal so nicht. Und zweitens kannst du auch dir einen Großraum erschließen, also einen sehr großen Raum von Ländern unter deiner politischen Kontrolle halten, ohne sie als direkte Kolonien zu halten. Also Du musst die Länder ja nicht komplett besetzen, um dort über die Politik zu bestimmen. Also die Sowjetunion, die hatte ja auch keine Kolonien. Und trotzdem konnten Länder wie Polen, wie Ungarn, wie Rumänien, wie Bulgarien keine eigenständige Außenpolitik machen. Und selbst Finnland war ja zur Neutralität gezwungen worden, selbst Österreich. Also du kannst auch Länder in deinem, okay, Finnland und Österreich waren jetzt neutrale Staaten, aber wie gesagt, Polen, die DDR, Rumänien, Bulgarien, die gehörten alle zum sowjetischen Großraum. Es waren keine Kolonien. Es waren einfach nur Länder, denen die eigene Außenpolitik mehr oder weniger untersagt war. Und das gibt es natürlich auch bei den USA. Nein, Polen war kein Teil der UdSSR. Es gab keine polnische Sowjetrepublik. Polen war ein unabhängiger Staat. Haben danach Traumatisierte, die einzigen, die gewinnen, das ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Darum sage ich, die Besitzer der Rüstung. Wie gesagt, die USA haben natürlich kleine Kolonien überall gehabt. Denkt beispielsweise an die Panama-Kanalzone. Die war sehr lange US-amerikanische Kolonie. Puerto Rico ist heute noch eine US-amerikanische Kolonie. Also sogar sich heute nicht von allen Kolonialgebieten getrennt. Rüstungsindustrie, die müssten an die Front, also BlackRock und Vanguard und State Street, das sind die großen Investoren oder die Chefs von Boeing oder Raytheon oder Rheinmetall, wenn die an die Front gingen, dann wäre der Krieg schnell vorbei, weil das sind die älteren Männer und die haben keine Lust, dass sie erschossen werden. Mhm. Und die schicken die jungen Männer. Mhm. Und die jungen Männer haben keine Ahnung oder sind unter Druck, die müssen dann gehen. Aber die kennen sich gar nicht. Das finde ich das verrückt. Also wenn der amerikanische Soldat 2003 in den Irak einmarschiert und dort einen Iraker erschießt, der kennt den vorher nicht. Oder der deutsche Soldat, der in Afghanistan stationiert, der hat kein persönliches Problem mit irgendeinem Afghanen, weil er überhaupt keinen Afghanen kennt. Oder der französische Soldat, der Libyen bombardiert, kennt die Libyen gar nicht. Also das ist wirklich eigentlich das Verbrecherische an der ganzen Sache. Es werden Leute in Kriege geschickt, also auch die Russen, ja, die werden ja geschickt. Ja, aber die können nicht einfach sagen, na, ich habe keine Lust zu gehen, oder? Die werden dann geschickt und müssen Leute erschießen. Ja, haben sie ein Problem mit der Person, die sie erschießt? Nein, sie kennen sie nicht. Und wir sind da schon in einem Zeitalter des Wahnsinns und diejenigen, die es aufdecken, wie Julian Assange, werden eingesperrt. Also ich kann schon verstehen, dass die Menschen manchmal sagen, das ist eigentlich der falsche Weg für das 21. Jahrhundert. Weil das ist jetzt das 21. Jahrhundert. Hm.
Und um dieses 21. Jahrhundert zu gestalten, haben wir viele Möglichkeiten. Also wir sind als Menschen, sind wir sehr kreative Menschen. Wir sind zu ganz vielem fähig. Wir können eine Orgel bauen oder wir können eine Kathedrale bauen oder wir können Energie produzieren. Heute können alle warm duschen. Ich meine, das kannte man im Mittelalter nicht. Wir können U-Boot bauen. Wir können vieles tun, oder? Können Sprachen lernen, Chinesisch lernen, Russisch lernen, Portugiesisch lernen. Also der Mensch ist ein sehr interessantes Wesen. Mhm. Und ich möchte vielleicht einordnen, diejenigen, die sich gegenseitig töten, das ist nur 1% von der Weltbevölkerung, wenn überhaupt. 99% tötet sich nicht. Mhm. Also wir sind gar nicht so gewalttätig. Es ist einfach dieses 1%. Es ist eigentlich weniger als 1%. Also 1% der Weltbevölkerung wäre 80 Millionen. Und wenn sie alle Ukrainer und Russen nehmen, noch die amerikanischen Spezialeinheiten und dann noch alle israelischen Truppen und die ganzen Hamas-Kämpfer und auch noch die Houthis können sie auch noch dazu zählen, das sind keine 80 Millionen. Mhm. Also sind wir ja bei weniger als 1%, die sich tötet. Mhm. Aber das Phänomen ist so, dass die anderen 99% am Smartphone sind und denken, warum erschießen sich die? Und dann sind die völlig blockiert. Ja, und einer dieser Menschen, der sich jetzt auch kürzlich kritisch geäußert hat, das war der Papst. Er hat zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Er meinte, man solle die weiße Flagge hissen. Er wurde daraufhin von der Tagesschau in die Nähe eines Nationalsozialisten gerückt. Es haben sich auch... What? Also den Artikel von der Tagesschau, den würde ich gerne sehen. Das ist ja wirklich krass. Also das ist krass. Also bitte seid erstens freundlich im Chat und sagt zweitens, worauf ihr euch bezieht. Zum Beispiel Strack Zimmermann bei Twitter beschwert über diese Aussagen. Also das war zu erwarten, oder Herr Ganser? Als einfach jeder, der sagt, wir sollten uns nicht töten, wird als Nazi beschimpft. Oder? Also das zeigt ja schon den Wahnsinn. Also ich finde es ausgezeichnet, dass der Papst, und ich bin kein Katholik, ich bin auch nicht jetzt bekannt, dass ich den Papst immer lobe, aber in diesem Fall muss ich den Papst loben. Er hat gesagt, hiss die weiße Flagge, das war auch im Gespräch, ist die Aussage entstanden, aber er hat einfach gesagt, tötet euch nicht. Und diese Aussage, du sollst nicht töten, ist eine grundrichtige Aussage. Auch die Aussage, nie wieder Krieg. Diese Aussagen bleiben richtig, wenn man jetzt durchrechnet, okay, komm, wir eskalieren die ganze Sache. Und zwar im Gazastreifen wie in der Ukraine. Wäre ja möglich. Ich spekuliere jetzt nicht. Aber wir könnten jetzt sagen, gegen zweite Hälfte 24 und im 2025 eskalieren wir mal. Und dann lassen wir es mal richtig rattern. Und dann sind vielleicht 50 Millionen tot. Was dann? Dann ist wieder der gleiche Punkt. Friedensverhandlung und nicht töten. Das heißt, am Schluss kommen wir sowieso dort an. Und dann ist halt immer die... Ja, in der Ukraine vor allem steht aktuell alles noch auf Kompromissfrieden. Also wenn die Ukraine jetzt verhandeln würde, dann wäre ein Kompromissfrieden mit Russland möglich und die Ukraine könnte den Großteil ihres Staatsgebietes behalten. Sie müsste sich halt nur für neutral erklären. Das ist das größte Zugeständnis, zu dem sie bisher nicht bereit war. Je länger man wartet, desto mehr wird sich die Verhandlungsposition der Ukraine aller Wahrscheinlichkeit nach verschlechtern. Eben weil sie erstmal nicht genug junge Männer hat und zweitens nicht genug junge Männer, die kämpfen wollen. Also es gibt ja mittlerweile zig Videos aus der Ukraine, wo Männer, die eingezogen werden sollen, vor ihren Rekrutierern flüchten. Also wo sie teils geschnappt werden und dann in irgendwelche Vans gezogen werden, also zwangsrekrutiert werden, um dann in Avdiivka oder vor Avdiivka oder vor Chasiv Yar sich der russischen Artillerie entgegenstellen zu müssen. Oder, es haben schon zehntausende Männer aus der Ukraine versucht zu fliehen. Es spricht ja alles nicht dafür, dass die Ukrainer so gerne kämpfen wollen. Im Ausland sind, soweit ich richtig informiert bin, rund 600.000 Männer, die eigentlich, wenn sie in der Ukraine wären, eingezogen würden, die aber nicht bereit sind, in die Ukraine zurückzukehren, auf die man auch schon Druck macht, sagt, sie müsst für Ausweisdokumente zurück in die Ukraine kommen, dass man sagt, ja, wenn die da halt nicht kommen, dann beschlagnahmen wir ihr Hab und Gut. Also all solche Sachen, mit denen man versucht, Druck auf diese Leute auszuüben und die kommen nicht zurück in die Ukraine, weil sie nicht kämpfen wollen. Ganz einfach. Und angesichts dessen
wird sich die Position der Ukraine wahrscheinlich nicht verbessern, sondern eher verschlechtern, je länger dieser Krieg dauert. Zudem hat die Ukraine einen großen Mangel an Artilleriemunition, und solange die westlichen Staaten nicht auf Kriegswirtschaft umstellen, wird sich daran auch nichts ändern. Ich meine, die westlichen Staaten, die liefern auch schon beispielsweise verbotene Uranmunition oder verbotene Streumunition. Alles Dinge, die die westlichen Staaten nicht liefern, weil sie diese verbotenen Arten von Munition so toll finden, sondern weil sie halt keine andere Munition mehr haben. Und weil sie auch nicht bereit sind, komplett auf Kriegswirtschaft umzustellen, weil sie dann ihre eigene Bevölkerung noch mehr abverlangen müssten. Und man auch im Westen langsam merkt, dass die Bevölkerung keine Lust mehr auf diesen Krieg hat. Dass die Bevölkerung nicht noch Lust hat, noch höhere Preise in Kauf zu nehmen, nicht bereit ist, noch mehr wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen. Ich meine, die Reallöhne sind beispielsweise in Deutschland allein 2022 um 4% gesunken. Und wenn die deutsche Regierung jetzt noch mehr Krieg ausgibt, dann die Schuldenbremse einhält und in anderen Bereichen noch weiter kürzt, dann könnte es tatsächlich sein, dass selbst die Deutschen große Proteste sind in Deutschland tatsächlich relativ unwahrscheinlich. Die Deutschen lassen sich alles gefallen. Aber dass sie zumindest bei der nächsten Wahl die Kreuzchen an der falschen Stelle machen. Ich meine, die Ampelparteien, die stürzen ja in allen Umfragen gerade so ziemlich ab. Und wenn sich die wirtschaftliche Lage noch weiter verschlechtert, weil wir auf Kriegswirtschaft setzen und dabei noch die Schuldenbremse einhalten, dann ja, könnte es sein, dass dieser Absturz noch weitergeht, und das will man vermeiden. Deswegen versucht man, diesen Krieg nicht noch weiter zu eskalieren. Wahrscheinlich, weil man da den Widerstand der eigenen Bevölkerung fürchtet. Und deswegen wird man wahrscheinlich auch keine eigenen Truppen in die Ukraine entsenden. Aber wie gesagt, wenn sich die Lage der Ukraine zusätzlich verschlechtert, dann sind weitere Eskalationsschritte nicht ausgeschlossen. Dann könnte es sein, dass man sich dann plötzlich Dinge traut, vor denen man jetzt vor allem aus Angst vor Widerstand in der eigenen Bevölkerung doch zurückschreckt. Die Frage, wie viel Leiden wird vorher erzeugt? Also auch der Koreakrieg hat ja dann irgendwann geendet, auch der Vietnamkrieg hat irgendwann geendet, auch der Zweite Weltkrieg hat irgendwann geendet. Nur es ist ja nicht notwendig, dass wir eine maximale Zerstörung anrichten. Mhm. Darum, der Papst hat recht, alle Seiten sollten die weiße Flagge hissen. Mhm.